Willkommen zurück hier zu Gothic. Ich habe gerade nochmal den Knopf da gedrückt, der hat nichts verändert. Und dann dachte ich mir, ich drücke diesen Knopf hier nochmal und der sorgt tatsächlich dafür, dass das Gitter hier hochfährt. Allerdings war ich dann schon weit genug weg vom Ork, dass er mir, bevor das Gitter hochgefahren war, nach draußen gefolgt ist. Das heißt, das Einsparen hat leider nicht geklappt. Naja, was soll's, dann laufe ich halt eben mit der Gleitung rum. Ich will jetzt mal eben hier noch einen Schalter finden. Für das zweite Gitter. Und den gibt's doch hier bestimmt irgendwo. Beim letzten Mal bin ich hier außen rumgelaufen, dann laufe ich diesmal innen rum. Also da muss es doch irgendwo eine Möglichkeit geben, dieses Tor zu öffnen. Ich meine, die würden hier nicht irgendwie so einen Hohlraum basteln mit Gitter davor und Leute einsperren, ohne die Möglichkeit, es wieder zu öffnen. Weil, nicht, dass man die Leute wieder rausholen möchte, aber irgendwann sind die halt dann ja nicht mehr, also braucht man die ja nicht mehr einsperren, weil die ja nicht mehr leben und dann will man vielleicht den nächsten einsperren. Und spätestens dann muss man die Zelle wieder öffnen können. Sonst muss man jedes Mal eine neue Zelle anlegen für jeden Gefangenen. Das ist ziemlich dämlich. Und hier ist ein Texturfehler. Das ist auch ziemlich dämlich. Naja, ist halt so. Orks sind halt wohl ziemlich dämlich. Also, nee, genau, hier war nichts. Das war wirklich der Clankrieger letztes Mal. Wobei es letztes Mal noch zwei Stück waren. Interessant. Na gut. Mir scheint, ich werde wohl den Zauber benutzen müssen, um da reinzukommen. Ist schade. Ich hätte gerne die alternative Route ausprobiert. Ich versuch's nochmal hier mit... Ne, das klappt nicht. Vielleicht von der Seite. Von hier aus. Komme ich vielleicht von hier aus? Ah, Moment, was war das? Ja, und jetzt da hoch. Nein, warum klappt das nicht? Junge! Stell dich nicht so an! Also gut, auf diese Teile da außen komme ich nicht hoch. Auf das Ding da innen komme ich auch nicht hoch. Wie soll ich denn bitte an die Statue da oben rankommen, wenn nicht so? Gibt es da irgendwo einen Vorsprung, auf den ich drauf kann? Das da vielleicht? Moment, wo war das? Nee, da komme ich doch nicht hoch, oder? Nee, da komme ich nicht hoch. Das wird nichts. Ich werfe nochmal einen Blick von außen rein. Vielleicht sehe ich ja von hier irgendwie was. Nee, da ist nichts. Da ist echt nichts. Schade. Ich hätte ja gehofft, dass ich da irgendwie hochkomme. Da oben. Ah, da oben ist die Statue. Genau, ich sehe sie. Kann ich vielleicht das Ding einfach benutzen? Nee, ne? Teleport, Eispfeil. So, Eispfeil. Jetzt. Nee, nicht die Orks. Statuette. Ah, da habe ich sie. Bevor ich das allerdings tue, speichere ich eine Runde. Ja, vielleicht klappt es ja doch mit der Statue. Ja, ach nee, jetzt habe ich den Ork da unten getroffen. Ah, verdammt, der stand im Weg, die Sau. Hat sich voll vorne dran gestellt. Gibt's ja nicht. Böser Ork. Ja, ganz vergessen, das Zauber natürlich hier. Ich habe einen Eispfeil in der Hand und ich leuchte rot wie Feuerzauber. Interessant. Jetzt bitte einmal nach oben zielen. Ich sagte, nach oben zielen. Oder ist das vielleicht das Feuer von der Fackel noch, die ich jetzt nicht mehr in der Hand trage? Das könnte nämlich auch sein. Nach oben zielen. Habe ich denn den Eispfeil noch in der Hand? Ja, ich stecke ihn mal kurz weg. Ziehen neu, vielleicht klappt es dann. Nein, wenn sie es auf mich aufmerksam. Na komm schon, wie sieht die Statue an? Da oben. Och, Junge. Vielleicht von außen?
Was? Warum? Ich habe nichts getan. Hä? Was ist das denn? Warum greift der die an? Och, ich will die Statue anvisieren. Nicht den Schamanen. Nee, das klappt nicht. Vergiss es. Das wird nichts. Warum genau haben die jetzt den Ork da umgelegt? Den Clankrieger und den anderen Schamanen mit Feuerball? Was? Wer greift mich da an? Und warum? Aha, die prügeln sich. Was? Was? Und warum hänge ich. Ach so, wegen Feuer. Was zur Hölle? Warum prügeln die sich? Was ist denn da los? Was war das denn bitte? Und was ist bitte ein Grachtnack? Ist das eine Waffe? Grachtnack. Boah. So eine Waffe, ne? Keine Ahnung. Also irgendwie ist das, glaube ich, gerade ein Bug. Ein ziemlich komischer Bug. Keine Ahnung, was da jetzt gerade los war. Vielleicht habe ich sie ja mit dem Zauberziehen zum Waffenziehen gebracht und dann haben die das als Aggression verstanden oder was weiß ich. Keine Ahnung. Aber jedenfalls will ich ja nicht, dass die Orks sich hier gegenseitig, ne, und so. Das will ich ja nicht. Ich meine, wenn, dann will ich die selber, um die Erfahrung zu kriegen, ne? Der Hebel bewegt sich kein Haar breit. Mhm. Dafür müsste ich wohl die Statue, die ich wahrscheinlich von hier aus anvisieren kann, ne? Wollen wir wetten? Ach, was soll's. Ich mache jetzt einfach hier die schnelle Variante. Ist mir doch jetzt egal. So, wo ist das Ding? Orkischer Teleport-Zauber. Auf die Null. Zack, und los geht's. Haha, ich bin drin und du nicht. Haha, ich bin drin und du nicht. So. Mal die fette Waffe wieder ausrüsten. Und zur Feier des Tages eine Runde speichern. Und damit willkommen im Ork-Tempel, würde ich mal sagen. Der so aussieht. Ich bin drin. Und nein, ich werde jetzt nicht sagen, das war ja einfach. Das wäre zu einfach. Es gibt hier einen Durchgang. Ich möchte gerne die Kapuffs ein bisschen auschecken. Kapuffs auschecken. Ja, gute Sprache. Ah, die Ecken halt. Da liegt öfter mal was rum. Und, oh, eine Levelgrenze. Ein Tagebucheintrag. Ich bin reingekommen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich werde es herausfinden. Ja, genau. Das werden wir herausfinden. Und damit die Ladedinger nicht doppelt sind, speichere ich hier drin nochmal. Ich habe gerade ein bisschen Angst, deswegen laufe ich langsam. Ich hoffe, ich bin gut genug vorbereitet auf das hier, was mich erwartet. Ich hoffe, ich kann nochmal raus. Aber ja, das müsste eigentlich gehen, oder? Einfach nach draußen und dann Teleport zu Xadas oder ins neue Lager oder so. Dann habe ich allerdings halt keinen orkischen Teleport-Zauber mehr. Das heißt, ich käme da nicht mehr rein. Ich komme also raus, aber nicht mehr rein. Ich könnte jetzt auch springen, dann wäre ich tot. Ach, das ist so dunkel. Was haben wir da oben? Na? Aber ich höre den Schläfer. Ach, das leuchtet einfach nur. Na denn. Und hier hinten? Das war gerade auch ein Bug. Eigentlich sollte er stehen bleiben, wenn ich mich umschaue. Aber gerade eben war das echt nützlich. Und da sollte er bitte stehen bleiben, wenn ich mich umschaue. Auch wenn es da unten gerade nichts gibt. Nichts Interessantes zu sehen. Das heißt, mir bleibt nur ein Weg. Nämlich über die Brücke. Moment, welche Brücke? Ah,
über den umgestürzten Teil, umgestürzte Säule. Sehe ich das richtig? Da drüber? Ja, sehe ich richtig. Attacke! So. Bevor hier irgendwie ein Skript kommt und mich runterschmeißt oder so. Wäre ärgerlich, dann wäre ich tot. Ohne zu springen. Das heißt, ich wäre dann immerhin nur tot, nicht dämlich und tot. Aber springen wäre dämlich. Aus Versehen runterfallen ist nicht so dämlich. Aber tot ist halt tot. Das will ich nicht. Ist hier drüben irgendwas? Nein. Ach, Männel. Das ist so schade. Ich würde gerne so Kleinigkeiten dort finden. So kleine Gimmicks. Vielleicht das ein oder andere Item. Vielleicht mal einen Schalter. Oder vielleicht sogar ein Easter Egg an der einen oder anderen Stelle. Aber kein Skelett. Und vor allem nicht drei Skelette. Oh, Skelettkrieger. Na komm her. Einer. Noch einer. Wie war das? 250, okay. Die Skelette sind also schwächer als die Skelettkrieger. Logischerweise. Skelettspeer dürfte noch ein bisschen schwächer sein. Na, genauso wie ein Skelett. Oh meine Güte, Skelette. Ich hasse Skelette. Gegen Schlangen habe ich nichts, aber ich hasse Skelette. Da lag doch gerade was. Irgendwas mit Ork? Lag da nicht gerade irgendwas mit Ork? Keine Ahnung. Was haben wir da hinten? Oh, noch mehr Skelette. Yay! Du meine Güte. Ich dachte, das wäre ein Ork-Tempel, kein Skelett-Tempel. Naja gut, bevor ich hier jetzt mich groß weiter umschaue, werde ich dann wohl diesen Tempel, oder zumindest diesen Abschnitt von Skeletten befreien müssen. Und diesen Spaß, den gönne ich uns dann beim nächsten Mal in einer actionreichen Skelettverprügelfolge. Bis dahin, ciao!